Zusammen mit dem Team der beiden Seelsorgeräume Brutz und Dreiländereck, zusammen mit Lena und Clara, zwei Kinder aus Ried, begrüße ich euch ganz herzlich zu einer Hauskirche-Adventfeier hier im Refektorium des Kapuzinerklosters. In ganz besonderer Weise möchte ich begrüßen die Kinder und Familien zu Hause. Ich begrüße alle Alleinstehenden, die alten Menschen. Besonders herzlich möchte ich begrüßen alle Kranken, Bewohner von Altersheimen, Menschen in Krankenhäusern. So wie wir heute diese Hauskirche-Adventfeier im Kapuzinerkloster feiern, so könnt ihr sie auch zu Hause feiern und vielleicht ähnlich wie wir diese Feier mit einem Kreuzzeichen beginnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das sind jene Worte, mit denen der Apostel Paulus in der Lesung den Brief an die Gemeinde in Korinth beginnt. Wir beginnen heute am ersten Advent ein neues Kirchenjahr. Möge dieser Gruß als Segen über dem kommenden Jahr liegen. Die Gnade, jeden Tag Gott zu begegnen und seinen Frieden im Herzen zu spüren, sei uns allen geschenkt. Ich bitte nun die Jüngste unter uns, die Lina, eine erste Adventkranzkerze zu entzünden. Und dann singen wir miteinander das Lied, das wir alle kennen. Wir sagen euch an. Jesus Christus, du bist das Licht in aller Finsternis. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Du schenkst uns Hoffnung in aller Traurigkeit. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du stärkst uns in deinem Frieden. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr erbarme sich unser, er nehme von uns alle Sünde und Schuld und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Guter Gott und Vater, lass uns zuversichtlich die Adventzeit beginnen, im Vertrauen darauf, dass unsere Sehnsucht nach Licht und Leben bei dir gut aufgehoben ist. Segne und begleite uns in allem, was uns in den kommenden Tagen und Wochen begegnen wird. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Gebt Acht und bleibt wach, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um auf Reisen zu gehen. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern, jeden eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er,
wachsam zu sein. Seid also wachsam, denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob am Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das sage ich allen. Seid wachsam. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Eine Kerze zünden wir an und ein Licht machen wir an, wenn wir aufwachen. So sollen diese Kerzen des Adventkranzes für uns kleine Zeichen des Wachsamseins werden. Wir wollen wachsam vor diesem Adventkranz immer wieder eine kurze Zeit an Gott, an die Menschen, die wir lieb haben, aber auch an die Menschen in Not denken. Damit uns das gelingt vor dem je eigenen Adventkranz, bitte ich den Thomas jetzt um den Segen für diesen Kranz, aber auch für alle Kränze und Gestecke, die wir zu Hause stehen haben, in unseren Wohnzimmern und auch für alle Kränze, die unsere Kirchen zieren. So lasset uns beten. Wir danken dir, guter Gott. Du schenkst uns auch in diesem Jahr wieder die Freude der Adventzeit. Wir dürfen in Hoffnung und Zuversicht das Geburtsfest deines Sohnes erwarten. Darum bitten wir dich, segne unsere Adventkränze und Gestecke. Sie sollen uns ein Zeichen sein für das Ewige, das uns erwartet und für die Hoffnung, die uns geschenkt ist. Wir bitten dich auch, segne die Kerzen. Sie mögen uns in dieser Zeit an Jesus erinnern, der jedes Menschenherz erleuchten will. Und so wie wir an jedem Adventssonntag ein neues Licht am Adventkranz entzünden, so lass uns auch in der Liebe zu Jesus immer mehr wachsen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Gott, du bist die Quelle unserer Freude und der Grund unserer Hoffnung. Zu dir rufen wir. Für alle, die in dieser Adventszeit mit wachem Herzen nach dir fragen, lass sie deine Nähe erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die sich vor dieser stillen Zeit des Jahres fürchten, weil sie einsam und alleine sind. Lass sie Gemeinschaft und Freude erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die in Unfrieden und Streit oder in Kriegsgebieten leben, lass sie Versöhnung und Frieden erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle Kranken und Leidenden, lass sie Trost und Liebe erfahren. Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, in dir sind wir geborgen. Wende dich uns zu und höre unsere Bitten durch Christus, unseren Herrn. Amen. In manchen Gemeinden gibt es die Tradition des Herbergsuchens. Da wir soziale Kontakte heuer weitgehend vermeiden sollten, versuchen wir, einen neuen Weg zu gehen. Alle, die bisher, und das betrifft hauptsächlich Ried und Pfunz, ein Herbergsbild aufgenommen haben, die erhalten in den nächsten Tagen dieses Bild, das wir hier haben, in Kartenform als Brief vor die Haustür gelegt. Wer es zusätzlich bekommen möchte, so ein Herbergsbild in Briefform, der darf sich gerne bei uns melden. Auf diesem Herbergsbild in Briefform ist ein Gebet abgebildet und dieses Gebet sprechen wir jetzt miteinander. Guter Gott,
Wir grüßen dieses Bild. Wir nehmen es mit Freude in unser Haus auf. Es ist ein sichtbares Zeichen unseres Glaubens. Das Kind, das Maria unter ihrem Herzen getragen und in Bethlehem geboren hat, ist Jesus Christus, unser Retter. Er bringt Licht in die Dunkelheit unserer Welt. Wir wollen ihm und seiner Botschaft die Tür unseres Herzens öffnen. Stärke uns mit dem Heiligen Geist, damit wir nach dem Vorbild Jesu miteinander leben und unseren Mitmenschen dienen, vor allem denen, die Not leiden. Segne alle, die hier versammelt sind. Segne alle, an die niemand denkt. Segne alle, denen wir in Liebe und Sorge verbunden sind. Sei uns nahe durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in die Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt bitte ich noch um den Segen, zum einen für die Bilder, die wir auf Reisen schicken. Es sind doch mehr als 500 Bilder, die ihren Weg antreten. Mögen sie in den Häusern, bei euch in den Wohnungen gut aufgenommen werden und euch das eine oder andere Mal zu einem schlichten Gebet im Kreise der Familie oder auch allein zu Hause ermuntern. Und ich bitte um den Segen für uns, die hier sind, und um den Segen für euch alle. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Und so segne, behüte und begleite euch alle auf dem Weg durch den Advent, der allmächtige euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Singen wir noch zum Schluss Advent, du stille Zeit. Amen.